Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. Mein Name ist Michael und ja, wir müssen Nachforschung betreiben hier auf Tanalur Kabu. Und ja, entweder fliege ich jetzt mit dem Vogel hier, was ich glaube ich erstmal nicht mache, weil es nämlich dann weiter da geht. Oh, eben noch hier, was hier ist. Ja, hier muss auch irgendwas sein, sonst könnte ich nicht hier drauf. Ja, da müsste ich jetzt hier hoch. Und schauen wir mal, was hier oben ist. Wir sind nicht die Einzigen, die hier etwas suchen. Denkst du, es ist Dagon? Ein Koppler. Da ist auch die Energiequelle nicht weit. Wo soll die sein? Keine Ahnung. Nicht mal irgendwie so ein Zeichen oder sowas. Wo das sein könnte. Irgendwie so ein. Ach, keine Ahnung. Merkwürdig. Keine Ahnung.
Ja, wo ist das, nicht? Ach, keine Ahnung, liegt am Arsch. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte hier weiterkommen. Thermale Schlote, mit Kobo-Materie bedeckt. Ob man sie irgendwie entfernen kann? Lass uns die Datendisk zu See bringen. Ach ja.
Lol? Du schmeißt ihn mir einfach ab, du. Kann man gar nicht so entfernen. Hä? Ich muss was mit dem Ding machen, aber ich finde doch da nichts. Finden nirgendwo eine Quelle. Willkommen, Regen. Ist das Centauri Kree? Ich glaube, wir müssen diese Kugel da rausholen, BD. Hier werdet ihr lernen, Kobo-Materie zu beherrschen, um euch so auf den Weg durch den Abyss vorzubereiten. Aber im Erfolg werdet ihr auch eine noch stärkere Verbindung zur Macht finden. Ich verstehe, Meister. Darf ich jetzt gehen? Musst du irgendwo hin? Na gut, aber komm danach wieder. Danke, natürlich.
euch von eurer Verbindung zur Macht zu unserem gemeinsamen Ziel führen. Tanelor. Centauri Kree hat Jedi auf die Reise durch den Abyss vorbereitet. Kobo-Materie bedeckt den einzigen Weg, die Kugel rauszuholen. Kapiere ich nicht so ganz. So. Die Kugel mitnehmen. Denkst du, mit dem Aufwind kommen wir rüber?
Nee. Wieder eine Quelle. Neue Gelegenheiten, um zu teilen und zu lernen. Und wir können noch vieles von diesem Planeten lernen. Was habt ihr rausgefunden, Centauri? Ich frage mich, welche Geheimnisse dieser Ort verbirgt. Kobo-Materie. Überwuchert. Okay, probieren wir es aus. Wir glauben, dass die Kobo-Materie aus den Tiefen des Abyss stammt. Diese seltsame Substanz ist mysteriös. Aber wir können sie durchaus studieren und manipulieren. Wie auch bei allem anderen. Sobald wir es verstehen, können wir es benutzen und kontrollieren. Sie haben die Kobo-Materie und den Abyss studiert. Hat Dagon es so bis nach Tenalor geschafft? Ich muss die Energie mit der Materie verbinden. Vielleicht können wir dein Mahlwerk benutzen.
Ich muss die Energie mit der Materie verbinden. Vielleicht können wir dein Mahlwerk benutzen. Und bringen wir sie zu See. Trick, Kumpel. Zusammen können die Republik und der Orden der Jedi die Geheimnisse dieser Galaxis entziffern und sie für das große Ganze nutzen. Die Macht weist uns den Weg. Klingt nach dem Orden, an den ich mich erinnere. Alles, was Kree hier gebaut hat, wurde durch eine Katastrophe zerstört, die sie nicht vorhersehen konnte. Manchmal scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Die maximale Macht hat sich erhöht. Oh, da ist noch was. Ich habe gehört, wie Meisterin Kree von ihren Träumen für den Abyss erzählt hat. Es ist unschicklich, zu tratschen und zu lauschen. Ja, Meister. Verzeiht.
Das geht doch. Wer Fragen stellt, findet Antworten. Hier fehlt schon wieder eine Kugel. Eine Kugel. Kann ich hier eine Kugel mitnehmen? Nee. Doch. Könnte ich. Noch einer freigemacht. Wir müssen jetzt auf dem Aufwind zur anderen Seite gelangen können. Autsch. Oh. Hervorragend.
Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Wollte da drüber, oder? Kacke. Hä? Er muss da durch wahrscheinlich. Du. Was ist denn das? Da muss ich da hinten hin. Ja, aber das habe ich kaum gespürt. Das wirst du so schnell nicht vergessen. Deckung gibt nicht nach.
hast mich erwischt! Langsam sorge ich mich um das Projekt. Es steht uns nicht zu, zu zweifeln. Selbst die Padawans spüren, dass etwas nicht stimmt. Eindringlich. Bedrohen die Grenze der Galaxis und unsere Republik. Sobald wir den Abyss durchqueren, könnte Tanalore eine Bastion gegen diese Bedrohung werden. Ein Signal der Hoffnung und Gerechtigkeit im Outer Rim. Tanalore war für sie mehr als eine Mission. Es war der Traum einer besseren Zukunft. So. Wo warst du so lange? Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Mein Meister ist beharrlich. Nun, darum musst du dich nicht sorgen. Nicht hier.
Tja. Jetzt können wir nach oben. Sehen wir uns mal drinnen um. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir ja. Mir schon. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann kommentiert und liked doch meine Videos, ja. Das wäre super toll. Und lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, zur Unterstützung für mich. Wenn ihr das wollt. Oder schaut doch mal auf Twitch vorbei. xxmichaelboxx. Auch dort. Folgt mir dort, wenn ihr von mir keine Lives mehr verpassen wollt. Ich bin sehr oft live mit Fortnite. Ja, somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.